Ihr seid wieder dabei bei Trine mit Need Games. Hallo! Hallo! Und wir versuchen es nochmal. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Wir können das Böse ja nicht gewinnen lassen. Hehehehe, der doofe Geist schnell, ist wieder da. Schnell. Wir müssen die Spitze erreichen. Leute, so kann ich nicht zaubern. Nimm doch sonst vorsichtshalber erstmal Pontius. Und wenn der stirbt, dann hast du immer noch den Magier. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Schon passiert. Ja, aber mit dem tauche ich natürlich unten auf und nicht oben. Ja, wir sind hier hochkonzentriert, Leute. Wir geben unser Bestes. Toddy. Kann man wirklich, wirklich langsam sagen, weil ja. Wir jetzt wissen, dass hier viel mehr Zeitdruck ist und so. Also die Alexis gibt hier ihr Bestes. Mal wieder. Dankeschön. Aber du ja auch. Ja, aber ich bin schon raus. Nein! Boah, das war aber... Hui. Ja, gib mir wieder deine blöden Kugeln. Und pass auf, jetzt kommt das Skelett. Ja. Also Leute, ich bin bei dem und vor allem auch beim letzten Part auf die Facecam-Aufnahmen von der Alexis gespannt. Ja, einfach nur hochkonzentriertes Gesicht. Ja. Da darf er trotzdem mal gespannt sein. Es gibt ja doch einige gemeine, frustrierende Momente. Ja, komm. Lass es doch einfach sein, du Schwein. Der hat einfach so viele Aggressionen, er muss es rauslassen. Skelett, was jetzt kommt, ich weiß. So weit war ich auch schon mal. Du warst schon viel weiter. Lass es doch mal sein, du Arsch. Genau. Aha. Schnell. Skelett von rechts, genau. Oh, sehr cool. Der cooler Move. Ich hasse diese Stelle. Ich fieber mit, oh Gott. Das würde ich niemals... Ich bin da schon mal gestorben. Niemals in 1 Million Jahren würde ich das hinbekommen von der Steuerung. Respekt, echt. Mann. Ja, aber das hier wieder, kicken wir wieder weg. Das hat das letzte Mal auch gut geklappt. Genau, setzt sich dann in Bewegung, super. Ja, immer schön nach oben, immer schön nach oben. Und da kommt das Tag runter. Ich hasse das, ey, das macht mich fertig, das Ding. Immer, und es ist immer auf einmal so eine Kackstachelkugel, weil die einfach voll auf mich draufknallt. Das regt mich echt auf, weil da kannst du nicht ausweichen, du kannst nicht weg, eigentlich nichts tun. Siehst nur, okay, Stachelkugel, alles klar. Weil die kommen ja dann, weißt du, dann hängt da noch irgendwo ein. Ja. Du musst halt zerstören, was geht eigentlich. Eigentlich ist es nicht gut, zu schnell nach oben zu gehen, weil dann kann es halt sein, dass irgendwas hinterher dich... killt, was du vorher einfach nicht zerstört hast.
Mhm. Geh schnell aus der Mitte weg. Irgendwann kommen die Stachelkugeln wieder von oben. Mhm. Tja. Ist schon in der Lava wieder? Ja. Ach, scheiße. Doppelt. Ich bin in der Lava wieder aufgetaucht. Das ist natürlich ungünstig. Wie er einfach mal so schnell wieder neue Fallen macht. Das ist unglaublich. Dieses Vieh muss ein sehr mächtiger Zauberer sein. Ja, lass es sein, du Arsch. Ganz schön anders. Alles wird kaputt gemacht. Aber... Mann, was mal. Was sind da lauter so grüne Flaschen auch noch? Wie soll man denn da Zeit haben, die einzusammeln? Das ist ja der Hammer. Was halten denn diese Skelette auch mittlerweile aus? Ja. Voll heftig. Kiste von oben. Oh, jawohl. Aber ihre Energie ist nicht gut. Nee, aber du bist schon richtig gut in Übung. Das muss man echt sagen. Du kennst das Level jetzt schon sehr, sehr gut. Aber ich brauch so ein grünes Erfahrungsdingens eigentlich mal. Damit es dir besser geht. Mmh. Na komm, nimm's dir. Entschuldigung. Wie komm ich denn da ran, ey? Das siehst du mal, wie denn? Was... Was bei deinen Zusehern abgeht, wenn man die Let's Plays von dir gucken. Das ist pure Emotion. Oh. Hey. Nimm mich mit. Oh Mann! Muss es anschwingen. Wie Lara Croft. Jawohl. Dieses Ding schon wieder, ey. Er geht doch auf die andere Seite. Da müsstest du. Genau. Ja, aber das kann gefährlich werden hier für mich wieder später. Ach so. Es steckt aber zu doll fest. Weil dann falle ich da schön wieder drauf und dann war's das wieder. Ui, sehr gut. Wo kommt der Fall jetzt wieder her? Von einem Bösewicht. Ja. Lass es sein. Ich hab Zeit. Zumindest bis die Lava kommt. Ich erinnere mich nicht daran. Ich bin die ganze Zeit so, als gäbe es die gar nicht. Du hast Zeit. Ich war zu dumm, dass Skelette nicht klettern können. so weit war ich noch gar nicht. Nee. Oha. Jawohl. Das war aber nett von ihm. Wie komme ich da weiter? Ich hätte gesagt, rechts musst du es dann versuchen. Auf den Balken da drauf zumindest mal. Siehst du den Balken mit der Kerze? Ja. Okay. Ja,
Jetzt komm schon mal. Oh Mann. Noch ist die Lava nicht in Sicht. Shit, 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 shit. Nimm ganz ruhig. Noch ist die Lava nicht in Sicht. Ich. Oh. Mann. Nein, 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 nein. Jetzt ist sie in Sicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich war so weit oben. Das war sehr cool. Oh Mann, ich komm nicht weiter, Alter. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, fuhr ich. Ganz dreimal nicht. Oh Mann. Sorry, da sind wir wieder irgendwie, gab's eine, ist alles abgekackt nach dem letzten Fail. Also auch schön. Und das wundert mich irgendwie nicht, weil das hier einfach meine Hände zittern schon. Ich bin total. Oh Gott, das ist einfach mal so anstrengend. Die Games, bist du noch dabei, oder? Ich bin noch dabei, ja. Er ist hochkonzentriert, glaube ich, einfach mal. An der Lava versinken. Ja, alles ist abgestürzt und versuchen wenigstens eine kleine Weile dabei zu bleiben, das wäre cool. Ich versuche? Ja, vorbei. Wenn ich zu früh sterbe, dann steine ich mit dem anderen Charakter in der Lava direkt. Das ist einfach blöd. So, ja, so, ja. Leute, seid froh, dass... verarschen, ey? So. Ja, seid froh, dass ihr meine Grimassen im Augenblick nicht sehen könnt. Ich fiebe da richtig mit. Ich denke, euch geht's genauso. Ich hasse diese Stelle hier. Ja. Och, ist das mies. Oi. Ui, ist das gemein. Aber die Stelle ist auch nicht besser, oder? Ach so. Auch cool, wie da die Pfeile in dem Holz stecken. Bam. Jawohl. Ja. Das war scheiße, gemein, ist immer so. Ich gewöhne mich langsam dran. Einfach weiter, 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 weiter. Nochmal, 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 nochmal. Das fühlt sich nicht gut an. Irgendwann, Leute, wird es klappen. Eines Tages schaffe ich das. Ich schaffe das. Spring auf den Vorsprung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei einer neuen Aufnahme, weil wir jetzt hier schon seit Stunden spielen, vielleicht besser klappt. Also manchmal ist es einfach bei mir so, dass ich dann nicht so festbeiße und dann brauche ich mal eine Pause. Und am nächsten Tag klappt es besser, aber das kommt wahrscheinlich auch. Natürlich, das ist ganz normal. Ja, dann hat man sich irgendwie so stressig gekämpft, sag ich mal. Ja. Sorry. Ich hätte nicht gesehen, dass du da kommst. Die Lava kommt, die Lava kommt. Aber sowas von. Das ist so gemein für den Magier, der dann einfach in den Tod stürzt. Oder bist du ja wieder? Ich habe mich noch in der letzten Sekunde in Pontius verwandelt. Ey, krass. Und wie das? Also ich meine, Wie hat es ihn gerettet, frage ich mich. Ja, ich habe mich in Pontius verwandelt, der ist gestorben. Die Lava, geh weiter, geh weiter, geh weiter, ich bin tot. Nein,
Jetzt so. Gucken alle auf mich, das ist ja schlimm. Ja. Scheiße, sie kommen. Aber du hast Zeit, du hast Zeit. Komm, ganz in Ruhe. Wie du es immer machst. Ich versuche ja mein Möglichstes. Ja, komm, hoch, 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 hoch. Und spring. Und wieder. Ja, und hoch, hoch, hoch. Geh einfach, geh. Geh, geh. Sie mach wieder, mach eine Barrikade und mach eine Barrikade, Dings. Plattform, Plattform. Weißt schon, wieder so ein Ding. Langes Ding, langes Ding, langes Ding. Nein, links weiter, links weiter, links weiter. Du verwirrst mich. Links weiter, mach wieder so ein langes Ding nach links. Ja, gut. Langes Ding. Okay, okay, okay. Nein, oh Gott, oh Gott. Das ist so schrecklich. Nein, nein, mach's nein. Hier nicht einfach. Oh, das ist so fies. Es ist so unglaublich. Die Stufen emporstiegen. Kennt ihr das, wenn ihr in der Achterbahn sitzt und es ist einfach nur schrecklich und dann sitzt neben euch jemand, der schreit? Es macht einfach nur noch schlimmer. Es ist so ein. Sowas habe ich auch lange nicht erlebt hier. Wirklich, es ist hart. Also, liebe Spiele. Liebe Spieledesigner, Respekt. Also, das ist schon ein super Level-Design. Ich kann gar nichts sagen, Leute, im Augenblick. Ah! Gott, das ist heftig, 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 heftig. Skelette. No chance. Mit dem Magier kommt man dann auch einigermaßen voran, aber in dem Moment, wo dann die Skelette auftauchen, habe ich als Magier einfach keine Chance. Wie jetzt zum Beispiel. No! Ah, das war's. Abgestürzt. Hey! Oh ja, so, ja. Ja, ihr kennt das ja. Mittlerweile. Ein kleines Déjà-vu. Aber das sind jetzt so die Stellen, die machen unserer Alexis keine Probleme mehr. Ja, das Ding ist, ich kenn's langsam hier, ja, aber... Ey, kannst du mal auch ein bisschen nerven? Nerv doch mal nicht so. Kümmere dich doch nicht um gehen. Verschwende deine Pfeile nicht. Aber wenn sie was anfängt, dann macht es auch zu Ende. Ja, das Ding ist, der kann mir wieder später ein Gar rausmachen, weil wenn ich runterfall, dann ist der da. Auf jeden Fall sind die Fallen jetzt keine Überraschung mehr für dich. Nee. Oh, die Platte da oben, jawohl. Einmal Atompfeil, jawohl. Hast du dir so gedacht, ne? Nicht das. Nein! Oh Gott, ich dachte schon, ich bin tot. Ich dachte jetzt auch, aber es sah dramatischer aus, als es war. Ja. Ah. Ah, bist du noch dabei, Geist, oder hast du aufgegeben? Wow, du bist wieder ziemlich weit oben.
Jawohl. Das Skelett hat keine Chance gehabt. Oh. Hey, das ist doch so ein Scheiß hier. Kein Widerspruch von mir. Ich komme hier nicht weiter. Ich weiß immer nie, was ich hier machen soll an der Stelle. An den Balken da mit der Katze kannst du dich nicht hinhängen. Oh, ich muss immer nach oben. Das ist das Problem. Noch ist die Lava nicht in Sicht. Ja, die ist jetzt mein größtes Problem. Weil, wenn ich dann so festhänge, dann... Dieser Balken rechts mit der Kerze, da kannst du nichts anfangen mit dem, oder? Nicht am Mist. Schade. Wär's natürlich. Wow, ist das heftig. Ich weiß es nicht. Ich habe echt ein Problem. Hier müsste der Magier was machen. Ja, der müsste irgendwas auftürmen, ja, aber... Oh Gott. Aha. Töte mich nicht. Jawohl, sehr schön. Oh mein Gott. Da ist die Kugel. Ich weiß. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Was für eine Erleichterung. Echt jetzt. Ich bin mega happy gerade. Egal was jetzt ist, weißt du, die scheiß Kugel ist da. Sogar du kannst wieder mitmachen. Ja, aber ich stürze runter. Idiot. Oh, ich bin auch gestorben. Du bist dran. Ja, gestorben bin ich nicht. Ich bin nur runtergestürzt. Ja, okay, warte. Du könntest also noch mit Pontius weitermachen. Alter, Skelettblut. Das sind richtig viele Skelette, Alter. No! Oh. Deine Bombendinger zerhageln mir meine Plattformen. Entschuldigung. Ah, ich werd's. Aber ich hab uns hier überhaupt so weit gebracht. Ich darf ja, das. Super. Nee, nicht da lang. Nicht da lang. Geh nach rechts. Okay. Das ruckelt gerade bei mir ziemlich extrem. Ja, hier geht's ja auch voll ab. Wir sind hier voll im Finale, glaube ich. Wir bomben hier alles nieder. Ich kann meinen Cursor gar nicht mehr bewegen, um was zu zaubern. Du bist alleine. Ja, nicht mehr. Aber... Aber die Lava kommt. Oh Gott, die Lava kommt? Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Scheiße. Ey, was mache ich jetzt hier mit den Kack... Ich weiß gar nicht, wie wir hier weiterkommen. Ich glaube, wir müssen einfach alles töten. Oder? Oder kommen immer wieder neue, oder... Ich weiß es nicht. Weil ich weiß echt nicht, wo wir weiter sollen. Komm, wie gehen wir nach? Also ich bin jetzt eher irgendwie rechts oben. Und ich bin links oben. Gibt's hier irgendwas, was wir zerstören können? Also ich sehe nichts. Vielleicht müssen wir auch wirklich die Flut von Skeletten töten. Ah. Weiß ich nicht. Aber wir werden ja auch immer wieder geboren. Ja, aber die Lava scheint nicht höher zu kommen. Sie scheint jetzt stehen zu bleiben. Von da. Tränke ohne Ende. Mein Objekt auf, ja. Weiß nicht, müssen wir irgendwas zerstören? Ich habe keinen Schimmer. Also rechts oben scheint es aber nicht weiter zu gehen. Links oben auch nicht, oder? Ich sehe nichts. Ich check's nicht.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Dieses Vieh da oben fliegt irgendwie rum. Ja, ich denke die ganze Zeit müssen wir es irgendwie töten oder so. Aber wie? Jetzt scheinen die Skelette weniger zu werden. Das ist so sinnlos. Wir können doch hier nicht stundenlang noch... Nee. Also ich kapier's irgendwie gerade nicht, Leute. Ich möchte, also nach oben geht's auf jeden Fall weiter, aber wie kommen wir nach oben? Mach doch mal ein Schwebeobjekt. Ja, du musst nach oben. Wir müssen, also ich muss nach oben kommen. Wahnsinn. Geh mal nach oben, soweit du kannst, hier irgendwie nach rechts. Und dann machst du hier ein Schwebeobjekt. Das ruckelt das echt stark bei mir. Ja, bei mir auch, aber egal. Warte doch mal, ob dir das was hilft. Noch weiter nach oben. Moment. Du kannst dich mal unten, ja, unten hinhängen mit, ran, mit deinen Haken, genau. Scheiße. Ist schon wieder. Ich bleibe in der Kugel stehen. Das ist okay, hänge. So. Ja. Aber wo soll ich dich hinziehen? Oh, der Arsch, der ist immer noch dabei. Alles klar, er will uns aufhalten. Nach oben, nach oben, nach oben. Weiter hoch kann ich nicht. Nach weiter hoch, geht nicht. Nein. Also entweder, weil ich noch zu weit unten stehe. Ja, der Ton ist richtig am Abpacken hier gerade. Mach mal kurz Pause. Leute, was geht ab? Was ist denn das hier? Also wir müssen auf jeden Fall nach oben. Egal was wir hier machen, es wird nicht besser. Nee. Wir stecken fest im Trying. Und ich werde jetzt mal kurz eine Pause machen, weil das Spiel richtig doll laggt. Und ich speichere mal eben hier und wir sehen uns in einer Minute kurz Sekunde wieder. Bis gleich. So, die Minute ist vorbei. Es ist gerade wieder ein bisschen still hier, aber ich glaube, das geht gleich wieder voll ab hier. Komm mal nach oben so schnell du kannst, mir egal welche Richtung. Und dann machst du mal eine Schwebeplattform. Die Schwebeplattform. Dann machen wir es, glaube ich, gleich. Mit dem Arsch. Ja, ich bin mit beiden gestorben. Geh mal in die Kugel bitte wieder. Was? Nochmal, was ist denn das für ein Spiel-Level-Design? Sag mal. Boah, ey. Also wie gesagt, es scheißt auf die Gegner mal kurz im Sinne von... Mach, so, Entschuldigung, mach mal so, wie du kannst, aber, wir müssen hier nach oben. Ja, sonst also hängen gut, die ewig fest. Ich habe hier eine Schwebeplattform. Ich weiß bloß nicht, wo ich hier die hinpacken soll. So weit nach oben wie geht und dann hänge ich mich dran und schwinge. Okay. Das ist das Weiteste, was geht. Okay. Mal nach rechts, rechts, rechts. Rechts? Ja. Du sagst Stopp. Warte. Stopp. Bin oben. Gut. Jawohl. Oh. Der Trine, das Trine, das Ding. Die Trine, die was Trine auch immer. Drei in einem Schokolade-Überraschung. Oh, wir haben es geschafft. Spannung, Spiel und Spaß, jawohl. Und Schokolade. Er hat sie beschützt nochmal am Ende. Wow. Das ist, finde ich gut. Sie hat ja auch viel gearbeitet.
Die hat am meisten von allen gearbeitet. Das Train. Ding. Ein tolles Train. Magisches Artefakt. Das Böse Ja, erzähl ruhig weiter. Mhm. Die Schrift ist bei mir weggegangen. Die Artefakte stellten das Gleichgewicht der Welt langsam wieder her. Das Leben und die Freude kehrten in das Königreich zurück. Im Frühjahr wurde ein neuer König gewählt. Der neue König bot unseren Helden eine Belohnung. Der Ritter lehnte es ab, Hauptmann des königlichen Heeres zu werden. Stattdessen folgte er am Ende seines Vaters Hoffnung und erkannte seine andere Passion an, die des Essens und des Bieres. Er wurde königlicher Bierlieferant. Ah ja. Was soll das denn? Der Diebin wurden Reichtümer jenseits ihrer Vorstellung angeboten, aber sie spürte ein Verlangen, zu den Ruinen im Wald zurückzukehren. Der König bewilligte ihren Wunsch und gab ihr die Herrschaft über den Wald, in den das Leben langsam zurückkehrte und der die alte Pracht wiedererlangte. Finde ich schön. Die Soja, das finde ich gut bei der Soja. Und der Zauberer? Na? Er verstand am Ende, dass der Weg zum Erfolg nichts mit dem Feuerballzauber zu tun haben musste. Hä? Er war sich nicht sicher, was es war. Aber das Königreich zu retten, half auf jeden Fall. Das klingt so wischiwaschi für den Zauberer. Nachdem er ein paar Jahre mit einer Frau namens Margaret verheiratet war, brachte diese Drillinge auf die Welt. Ein faszinierender Augenblick, wie viele. Allerdings wissen wir nicht, ob der Vater Stolz, Scham oder beides empfand, als alle seine Kinder den Feuerballzauber vor der Vollendung ihres ersten Lebensjahres meisterten. Was sind das für Kinder? Moment mal, es gab einen Feuerballzauber in diesem Spiel? Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Warum hat mir das keiner gesagt? Vielleicht hast du da irgendwie ey, wenn der Magier, ich schwör's dir, wenn der Magier wirklich einen Feuerballzauber hätte, hätte er das ganze Spiel über auch sich wehren können. Ey, wie kacke ist das denn? Leute, das wäre richtig scheiße. Ihr seht, das Spiel ist wirklich blind. Wir wissen es nicht, aber wir werden es in Erfahrung bringen. Aber er hat ja gesagt, er wollte es lernen. Und ja, genau. Er hat es nicht gelernt, nur die Kinder konnten es dann. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich hab's nicht mehr im Kopf oder nicht aufgepasst, ob der Magier überhaupt nur mitgekommen ist, um das zu lernen. Und wahrscheinlich hat er es gedacht, so, ja, ich habe es nie gelernt, aber seine Kinder konnten es dann. So habe ich das jetzt verstanden. Also ich glaube nicht, dass der das konnte. Ich denke auch, dass es so gemeint war. Ja, wir überziehen immer total die Parts, aber wir haben es geschafft. Leute, Respekt, dass ihr mit uns so lange durchgehalten habt. Ja, finde ich also auch. Wirklich. Es war jetzt echt hardcore am Ende. Aber Shrine ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst uns gerne weiter Kommentare oder ein positives Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Und, unbedingt. Ja, ich bin immer noch voll geflasht. Wir haben jetzt stundenlang Shrine bis Ende gespielt, aber ich bin echt froh, dass wir es geschafft haben. Ja. Oh Gott, diese Soja. Ja, ich werde es vermissen sogar ein bisschen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Möchtest du noch was sagen, Neat Games? Oder? Nee. Also ich fand das auch toll. Also nochmal, so gegen Ende bin ich mit dem Mark ja relativ gut zurechtgekommen. Allerdings, das am Ende in dem letzten Level, das war zu schnell. Da hätte auch der Pontius nicht geholfen, da kann eigentlich bloß die Soja muss ich sagen, hochhetzen. Also selbst mit Pontius oder so, wenn ich gespielt hätte, ich finde, die Diebin passte da am besten durch, weil sich im letzten Moment einfach mal nochmal schnell, du siehst halt so ein Zackelding auf dich zurollen und denkst, okay, jetzt muss ich ausweichen, sonst kriege ich einen auf die Schnauze. Okay, Pontius kann halt abwehren mit dem Schild, aber du willst halt reflexartig erstmal wegspringen und würdest halt runterfallen und die Einzige, die sich noch festhalten kann, ist die Soja, also... Genau. Finde ich nicht einfach, also finde ich leicht unfair für die anderen Figuren irgendwie, gerade für den Magier, also hallo, wie lange soll der denn da rumhängen und irgendwelche Plattformen zaubern, während die Lava kommt und alles, es ist, wenn er einen Feuerball hätte gekonnt, dann vielleicht hätte er es noch geschafft, sich zu wehren zumindest, aber er muss ja in derselben Zeit dann auch noch Plattformen machen, wobei ich nicht weiß, ob der Magier bei mir jetzt, ich glaube, ich konnte mit dem auch besser springen als du, aber Ja, aber er kann sich halt gegen die Skelette nicht wehren und das ist schon ein Manko, weil du kannst nicht springen. Man muss halt ganz schnell wechseln. Halt, ne? Du musst halt wechseln zwischen Pontius und Magier. Wenn einer davon tot ist, dann hast Pech.
dann war's das. Ja. Ja. Ansonsten super. Fand ich das Spiel recht nett und schön. Schöne Musik, schöne Atmosphäre. Mhm. Ein bisschen eintönig, habe ich Lead Games so immer privat auch schon gesagt gehabt. Das ist für mich so, fehlte mir ein bisschen an coolen neuen Gegnern und so ein bisschen Abwechslung. Also einfach vom Gameplay her. Mhm. Also es war, ich finde es gerade noch spannend und okay gewesen, wenn man so wie wir auch mal eine Pause gemacht haben. Wenn du die Liste der Mitwirkenden verlässt, verlassen alle Spieler, die Liste bleibt aber im selben Spiel. Ja, ich will die Liste verlassen. Whatever. Die Alexis hat die Liste verlassen. Genau. So, ich, ja. Ich gehe jetzt genau. Mal, ja. Wir sind jetzt hier im Hintergrund und so. Aber, ja. Wie gesagt, ein bisschen mehr andere Gegner, ein bisschen vielleicht was anderes. Zwischendurch habe ich gedacht, so wann kommt auch wieder so ein Bossgegner oder so. Mhm. Zwischendurch kam jetzt dann mal so ein Klopper, den er jetzt nicht gesehen hat, aber habt ihr ja gesehen als Zuschauer, welchen ich dann da gekillt habe und so. Aber das war's dann auch. Dann kommt dieser komische Dementor am Ende und das, ja. Expecto Patronum. Expecto Patronum einfach mal und das irgendwie mega hart so vom Level am Ende. Das hat das Ganze dann nochmal getoppt. Finde ich aber gar nicht schlecht, das hat es nochmal so einen Höhepunkt am Ende gegeben. Schreibt uns doch mal einfach in die Kommentare, wie ihr es fand. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Spiel, was weiß ich, wann ich Prime 2 spiele. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.